Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute meine Sommerkapsel mit euch erstellen, beziehungsweise, dass ich überhaupt eine Kapsel-Wardrobe habe. Mein Kleiderschrank ist bislang ganz normal eingerichtet und platzt aus allen Nähten. Das zeige ich euch jetzt auch gleich. Und ich möchte jetzt als erstes eine Sommerkapsel erstellen, die ich dann beiseite tun kann, damit ich endlich genug Platz für meine ganzen Wintersachen in meinem Kleiderschrank habe. Es ist hier im Flur allerdings leider ein bisschen dunkel, also lasst euch davon nicht stören. Ich filme es euch so gut, wie ich kann. Hier im Flur steht mein zweitüriger Kleiderschrank. Wie ihr sehen könnt, ist der sehr schmal, also der hat nur so eine, ich glaube, 40 cm Breite. Und es sind eigentlich zwei einzelne Schränke, die ich nebeneinander gepackt habe. Und wie ihr hier schon sehen könnt, ja, die Tür geht schon gar nicht mehr zu. Und da er auch nicht so hoch ist, ich glaube 1,80, ja, bedeutet das, dass ich da ein bisschen was raustun muss. Denn die eine Seite sieht so aus, hier oben habe ich sowas wie Schals und so. Hier habe ich ein paar Blusen und Jäckchen sowas aufgehängt. Ja, hier ist auch nochmal so eine Aufhängung für so Strickjäckchen und so. Dann kommen wir hier unten hin. Hier habe ich schon angefangen, alles Mögliche zu stapeln, weil ich einfach keinen Platz mehr habe. Hier unten sind meine Hosen. Also, ja, irgendwie sehr viel Platz für Jäckchen, ganz wenig Platz für Hosen. Das sind so Jogginghosen und Sporthosen. Hier habe ich schon meine Sommerhosen hingepackt, damit der Stapel so ein bisschen mehr Luft hat. Ja, und auf dieser Seite finden sich hier immer Unterhemden und T-Shirts, Arbeits-T-Shirts. Hier sind Kleider, hier haben wir Pullover, vor allem auch diese dicken Strickpullover, die auch einfach super viel Platz wegnehmen. Hier sind nochmal Pullover, das sind aber meistens eher so diese dünneren. Ja, und hier unten kommt einfach noch Unterwäsche, Bettwäsche, Socken, ja. So, und ihr seht, also ich habe noch ein bisschen was im Keller und im Wäschekorb. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Und ihr könnt euch denken, es ist einfach zu viel. Der Schrank platzt aus allen Nähten. Und abgesehen davon, dass ich auch nochmal wieder aussortieren möchte, möchte ich aber definitiv eine Kapsel-Wardrobe machen. So, hier haben wir wieder ein bisschen besseres Licht. Ich werde jetzt als erstes die einzelnen Sachen rausräumen, wo ich denke, die gehören einfach nicht in eine Winterkapsel. Und werde euch das Ganze natürlich zeigen, was ich so wegräume und auch sagen, ob ich das diesen Sommer anhatte oder nicht. Bei manchen Teilen möchte ich nämlich doch noch eine zweite Chance geben, obwohl ich das diesen Sommer nicht anhatte. Und warum, das werde ich euch auch sagen. Und dann bin ich mal gespannt, wie mein Kleiderschrank dann gleich aussieht, wenn ich erstmal so die Kapsel gepackt habe. Und dann kann ich theoretisch meinen Kleiderschrank noch so ein klein bisschen entzerren und noch so ein bisschen besser packen, dass man das einfach besser nutzen kann. Also den ganzen Platz meine ich. Als Kapsel habe ich mir hier so ein 80 Liter, sind das glaube ich, so eine 80 Liter Box geholt, die man hier so richtig zumachen kann und die dicht ist und die ich dann einfach gut verstauen kann. Ich habe die jetzt von Action und die hat glaube ich 8 Euro oder sowas gekostet. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall unter 10 Euro. Durchsichtig fand ich jetzt auch irgendwie ganz gut, weil ich glaube, dass es vielleicht ganz schön ist, wenn man auch vorher immer schon sieht, was in den Kästen drin ist. Wenn man sie jetzt nicht einfach so im Raum stehen haben will, dann sieht es natürlich unordentlich aus. Wenn man sie wirklich verstauen kann, dann ist das, Keller oder Abstellkammer oder sowas, glaube ich, ganz praktisch, wenn man einfach schon vorher sehen kann, was drin ist. Da muss man die nicht immer aufmachen und wühlen und so und ja. Außerdem möchte ich ja auch die Kapseln wechseln. Und auch wenn die jetzt nicht so voll werden wird mit Sommersachen, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bezweifle, dass hier meine ganzen Wintersachen reinpassen. Also da brauche ich schon eine extra Box für meinen Wintermantel. Also solche Sachen, gerade Strick, dicke Jacken und so, das nimmt ja richtig viel Platz weg. Und ich fürchte, da brauche ich dann für die Winterkapsel, wenn ich das dann im Frühjahr tausche, wahrscheinlich nochmal eine zweite oder so. Schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht kann ich auch einfach ein bisschen platzsparend packen und naja, der Wintermantel wird trotzdem nicht mit reinpassen. Sagen wir mal ehrlich. Ich fange jetzt einfach mal oben im Schrank an. Und zwar habe ich hier ein weißes Top und ich glaube, ich habe davon 6 Stück.
Okay, also ich habe zwei Tops hier, die einfach so normal geschnitten sind, quasi, also solche Träger haben. Einmal in weiß und einmal in schwarz. Ich muss sagen, ich habe beide diesen Sommer nicht so gerne angezogen. Es sind aber einfache Basics und ja, ich würde sie jetzt nicht aussortieren. Es sind nur zwei Stück und wenn ich dann doch irgendwie nächstes Jahr wieder gerne breitere Träger trage, dann habe ich auf jeden Fall noch zwei Stück. Alternativ kann man die immer irgendwo drunter anziehen oder so. Deswegen sind sie ja nicht irgendwie verloren. Da bin ich mittlerweile nicht mehr ganz so schnell, irgendwelche Basics auszusortieren. Das habe ich schmerzlich gelernt. Ja, dann habe ich sechs schwarze Spaghetti-Träger-Tops. Die habe ich mir diesen Sommer geholt, denn ich habe einfach gemerkt, die stehen mir gut. Durch die Spaghetti-Träger sind sie wirklich super angenehm zu tragen, einfach im Sommer. Und ja, schwarz ist eine Farbe, die geht einfach immer. Auch wenn ich weiße T-Shirts und so gerne mag, habe ich einfach gemerkt, irgendwie die Tops in weiß stehen mir nicht, finde ich. Irgendwie mochte ich das nicht. Mit schwarz fühle ich mich total wohl. Ja, und da ich dann auch einfach genug haben wollte, selbst wenn ich bei ganz heißem Wetter jeden Tag einen Top tragen möchte, habe ich mir davon einfach sechs Stück geholt. Aber die dürfen jetzt im Winter natürlich auch einfach erstmal beiseite. Denn ja, die trage ich auch nicht als Unterhemdenersatz oder so. Ich habe richtige Unterhemden und die sind halt auch natürlich höher geschlossen und auch am Rücken wirklich höher, also bis zum Nacken. Und diese Spaghetti-Träger-Tops, die sind ja sehr weit ausgeschnitten. Also die machen für mich für den Winter halt einfach absolut gar keinen Sinn. Und deswegen dürfen die auf jeden Fall jetzt schön in die Kapsel zum Winterschlaf. Jetzt habe ich noch drei T-Shirts geholt. Und zwar ist das einmal so ein sehr kurzes T-Shirt, was ich selber abgeschnitten habe. Das habe ich aus einem Second-Hand-Laden ergattert. Und da war leider so ein kleines Löchlein unten. Und die Ärmel waren merkwürdig eng geschnitten, aber nicht komplett, sondern nur hier. Die waren so ein bisschen länger und da merkwürdig eng geschnitten. Also ganz eigenartig. Und das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, weil das sowieso unten ein Löchlein hatte, direkt am Bund, habe ich gedacht, egal. Ich schneide es einfach an den Ärmeln und unten einfach ab. Und ja, wenn ich es trage, sieht man das nicht. Man denkt einfach irgendwie, das muss so. Den Kragen habe ich halt auch abgeschnitten. Und ja, das ist aber sehr, sehr dünn und deswegen definitiv sommerlich. Das werde ich jetzt im Winter nicht tragen. Auch wenn ich im Moment jetzt so im Herbst auf jeden Fall viel T-Shirts trage. Einfach weil ich hier unter diesem Pullover, das ist jetzt auch gerade ein T-Shirt, dann einfach T-Shirt drunter trage. Und dann ist mir das warm genug. Aber das würde ich jetzt nicht anziehen. Ich mag jetzt schon gerne T-Shirts, die dann vielleicht auch so ein bisschen länger sind. Das ja auch unter dieser High-Waist, weil die Jacke hier und diese Cardigans nur so kurz sind, dass das T-Shirt vielleicht wenigstens so ein bisschen länger ist, was man in die Hose steckt. Ja, dann habe ich noch einmal hier dieses Netzoberteil, was ich jetzt im Winter natürlich auch nicht tragen werde. Ja, nee, ich weiß noch nicht, ob ich das nächstes Jahr vielleicht aussortiere oder ob mir noch einfällt, wie ich das vielleicht anders tragen kann, dass das ja irgendwie figurbetonter, irgendwie schöner fällt. Im Moment fühle ich mich da nicht wirklich wohl drin, deswegen habe ich das diesen Sommer, ich glaube, einmal getragen und dann doch wieder ausgezogen. Ja. Ja, genauso wie dieses hier, das hat noch so eine Knopfleiste. Ich mag das eigentlich sehr gerne, aber irgendwie habe ich auch manchmal Probleme, das richtige Wetter dafür zu finden. Ich fühle mich manchmal so blöd bei solchen Sachen, aber wenn es wirklich kalt ist, ist mir das zu löcherig, dann ist mir das zu kalt, so, ne? Weil es halt wirklich richtig löcherig ist. Und wenn es warm ist, dann schwitze ich darin super schnell. Ja, ich finde es aber super schön, also auch so für. Ja, mal schicke Anlässe oder sowas. Finde ich das halt einfach wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube aber eben nicht für den Winter und deswegen darf es auf jeden Fall auch in die Kapsel. Höchstens noch so, ja, Herbst anfangen, wenn man in der Location ist, wo man weiß, dass es so richtig hier warm ist. Aber sagen wir mal ehrlich, wann haben wir das? Eigentlich eher irgendwie selten. Und jetzt gerade auch, ich trage diese Strickjacken und so super, super gerne. Da passt es halt auch nicht wirklich zu. Also. Jetzt irgendwie ein Top drunter und dann das drunter und dann das drüber. Das wäre mir dann teilweise sogar wieder zu warm. Ich werde es jetzt sowieso dieses Jahr nicht mehr anziehen und deswegen darf es erstmal in den Winterschlaf gehen.
Was auch in den Winterschlaf gehen darf, sind meine Kleider, die ich tatsächlich dieses Jahr, ich glaube, wirklich gar nicht getragen habe. Ja, da habe ich einfach ein schwarzes, so ein T-Shirt-Kleid, also auch ein Basic, auch wieder so ein Ding, Basics auszusortieren. Einfach nur, weil man so eine Saison nicht anhatte, ist halt einfach irgendwie, glaube ich, ein bisschen voreilig. Das habe ich schon mal gemacht und ist einfach nicht so gut. Bei dem hier hadere ich so ein bisschen. Das ist halt auch ein Basic-Kleid. Aber der Schnitt, der gefällt mir halt einfach nicht. Der schmeichelt mir halt einfach nicht. Und deswegen war ich schon ein paar Mal am Überlegen, das dann doch auszusortieren. Ich bin mir dabei aber echt noch nicht sicher. Und ich möchte nächstes Jahr nochmal gucken, ob ich das dann doch vielleicht nochmal irgendwie anders kombiniere oder so. Bevor ich das wegtue, weil es einfach ein schwarzes Basic ist. Ja, auch das weiße Kleid, das habe ich einige Male letztes Jahr sehr gerne angehabt. Dieses Jahr habe ich es auch gar nicht angehabt. Und ja, ist aber wirklich ein, ja, der Stoff, der ist einfach unheimlich ja, leicht auf der Haut. Und man schwitzt auch nicht so schnell drin. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall behalten. Ich mag ja auch weiß und ich hatte früher auch ein weißes Kleid und das sogar mit so, ja, mit so Mandalas drauf und so. Und wer mich ganz lange verfolgt, kennt das vielleicht. Das war auch so mit, wie so mit Spaghetti-Trägern und dann ja weiß und dann wie so Mandala-Sachen drauf. Und ich vermisse es. Ich habe es aussortiert. Ich habe gesagt, ich trage keine Kleider mehr. Ich fühle mich nicht wohl drin. Heute denke ich mir, hätte ich es mal behalten. Heute würde ich es vielleicht einfach ein bisschen anders kombinieren und doch irgendwie ganz gerne anziehen. Ich habe heute auch ein anderes Selbstbewusstsein, muss ich sagen, was mein Körper angeht. Wo ich früher einfach irgendwie, oh, hier nicht und da und oh, weiß ich nicht. Das ist heute alles ein bisschen einfacher. Ja, dann habe ich noch ein schwarzes Basic-Kleid mit auch so Spaghetti-Trägern. Das ist wunderschön. Kam ich dieses Jahr aber auch nicht wirklich zu, das zu tragen. Mir war dieses Jahr einfach irgendwie nicht nach Kleidern. Absolut nicht. Ja, und ich muss euch das erzählen, total witzig. Ich habe mir vor, ich glaube, 2 Jahren secondhand so ein grünes Kleid gekauft, was so richtig viel Spitze, so komplett in Spitze ist. Unheimlich schön und ich weiß, okay, das trage ich dann einfach irgendwie so zu besonderen Anlässen. Und ich habe mich einfach immer wieder gefragt, verdammt, du hast dieses Kleid verlegt. Ja. Habe ich nicht. Es ist einfach nur auf links in meinem Schrank und irgendwann kam so der Tag. Da habe ich mich gewundert. Sag mal, seit wann habe ich eigentlich ein blaues Kleid? Und dann habe ich mir das einfach ein bisschen genauer angeguckt und gemerkt, ja Mensch, das ist ja gar kein blaues Kleid. Es ist einfach nur falsch rum. Das ist mein schönes grünes Kleid. Und ich habe es schon gesucht und ich hatte auch ja, Anlässe, wo ich das gerne angezogen hätte. Aber einfach, weil es links rum, ne, also auf links gezogen, dieses Unterkleid ist halt einfach blau. So, ne, das Unterkleid ist blau. Ich weiß nicht, das Licht ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. So kann man das erkennen. Ja, und das obere ist halt einfach so richtig grün. Und ich wusste es nicht. Ich habe dieses Kleid gesucht und ja, deswegen jetzt mal richtig rumgedreht. Und dann darf das natürlich jetzt auch in den Winterschlaf gehen. Denn ja, auch das werde ich jetzt im Winter, denke ich, nicht anziehen. Im Moment mag ich wirklich so diesen High-Waist-Stil so. Und ich glaube, das wird sich diesen Winter nicht ändern. Und sollte sich das ändern, sollte ich jetzt wirklich unbedingt meine Kleider kombinieren wollen oder so im Winter, kann ich es ja immer noch wieder rausholen. Aber erstmal möchte ich Platz in meinem Schrank. Und dann kommen wir auch schon zum Hosenstapel. Ich habe jetzt einmal alle Hosen geholt. Nicht nur die ganz langen, sondern auch die kurzen und auch die Jogginghosen. Da habe ich nämlich tatsächlich auch welche für Sommer und Winter. Jetzt muss ich einmal gucken. Ich lege es erstmal hier auf den Boden. Und zwar habe ich hier als erstes jetzt einmal, das sind so ja, ältere, etwas über Knie lange Leggings. Und die sehen nicht mehr so ansehnlich aus. Oh, außer Atem, meine Güte. die haben ganz viel Pilling und so. Aber das sind so meine Hochsommer-Schlafhosen, meine Hochsommer-Jogginghosen. Denn ja, ich mag es überhaupt nicht, so mit nackten Beinen, wenn man auch so richtig schwitzt und sowas nachts, wirklich mit nackten Beinen zu schlafen, weil ich auch viel so Seitenschläfer bin. Ich finde es unheimlich unangenehm. Und deswegen habe ich davon einfach diese, ja, habe ich da meine
meine Leggings einfach ausgemustert und habe die jetzt einfach nur noch zum Schlafen. Das sind zwei Stück. Und ja, dafür reichen die halt einfach alle mal. Dann habe ich noch so eine kurze Hose. Soll ein Hosenrock sein. Ich finde, es fällt nicht richtig wie ein Hosenrock, weil es halt einfach ja dafür nicht weit genug und zu steif ist. Aber es ist ein schwarzes Basic. Ich habe sie dieses Jahr nicht getragen. Ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt. Ich mochte nicht wirklich gerne kurze Hosen tragen. Ich habe mir zwar auch eine andere kurze Hose geholt, bei Rossmann tatsächlich. Ich habe die gesehen und dachte auch für die ganz heißen Tage, weil die nicht ganz so kurz schien wie diese andere. Und ich dachte, komm, fühle ich mich ein bisschen wohler. Muss aber trotzdem nicht so krass schwitzen, wenn es so richtig, richtig heiß ist. Ja, Spoiler, ich habe mich nicht wohl drin gefühlt. Das Problem ist vor allem, dass wenn ich laufe, meine Oberschenkel aneinander reiben und die Hosen einfach hochrutschen. Innen finde ich nicht schön. Ist sehr unangenehm. Mag ich nicht wirklich. Ja, ich gebe der Hose aber nochmal eine Saison, bevor ich sie ausmiste. Einfach weil ich nicht mehr zu voreilig sein möchte. Ich werde mir aber genau sowas auch definitiv nicht nachkaufen. Ja, was ich dann noch für so, also wirklich ganz heiße Tage manchmal zum Schlafen genommen habe, ist ja dieser Hosenrock. Der fällt halt auch wirklich so ein bisschen rockmäßiger. Ich finde, der steht mir auch ganz gut. Und ich habe den sogar dieses Jahr ein oder zweimal draußen angehabt. Hab mich aber echt nicht wohl gefühlt, weil ich immer das Gefühl habe, man kann meinen halben Booty sehen so. Und ja, weil ich meine Oberschenkel auch einfach zu wackelig finde und das irgendwie nicht gerne mag. Fühle mich nicht wohl drin. Ich mag die Hose aber einfach super, super gerne. Und wenn so richtig, richtig knacke heiß ist, habe ich die manchmal zum Schlafen angehabt, wenn ich diese anderen langen gar nicht mehr ertragen habe. Und ja, dass ich wenigstens irgendwie noch ein bisschen was anhabe, sage ich jetzt mal, weil ich mich damit dann einfach irgendwie wohler fühle. Und ja, deswegen wird zwar kaum genutzt, aber ich mag sie einfach irgendwie noch nicht abgeben. Und dann ist das für mich auch okay. Ich möchte, wie gesagt, einfach nicht mehr voreilig sein. Ja, was ich dann noch habe, ist einfach eine schwarze Leggings. Das ist so eine Sport-Leggings, sage ich jetzt mal. Und ja, habe ich dieses Jahr auch sehr wenig angehabt, ist aber ein schwarzes Basic. Und im Moment trage ich ja nicht so gerne enges Bein. Und das kann sich aber auch ändern. Ja, letztes Jahr habe ich super gerne enges Bein getragen, dieses Jahr nicht so. Vielleicht trage ich nächstes Jahr wieder gerne enges Bein. Also ganz ehrlich, Leute, ich möchte mir nicht jedes Jahr meinen ganzen Kleiderschrank neu kaufen. Und deswegen habe ich beschlossen, solche Basics nicht immer sofort auszusortieren. Das macht einfach echt überhaupt gar keinen Sinn. Ja, dann sind wir jetzt bei Jogginghosen weiter. Und da habe ich eine, die ist von Tchibo. Unheimlich toll. Ich liebe die wirklich. So Frühling, Herbst, ja, Herbst vielleicht nicht, aber wenn es so ein bisschen wärmer wird, dann ziehe ich die auch als Schlafhose an. Ist zwar eigentlich nicht als Schlafhose, sondern einfach als Hose verkauft worden. So wollte ich sie eigentlich auch tragen. Aber nachdem Pascal mich gesehen hat und gefragt hat, oh, hast du eine neue Schlafanzughose? Ja, trage ich sie irgendwie nicht mehr so gerne draußen. Das ist einfach, ja, leider irgendwie so. Solche Kommentare machen mir manchmal einfach irgendwie die Sachen so kaputt. Beziehungsweise dann sehe ich sie in einem anderen Licht und dann schaffe ich das nicht mehr, sie aus dem Licht zu sehen, wie ich sie vorher gesehen habe. Macht das Sinn? Versteht ihr das? Ja, ich liebe sie aber trotzdem und deswegen ist es einfach meine Schlaf-Jogginghose geworden. Einfach. Dann kommen wir zu einer, ja, Dreiviertel, ne, Sieben-Achtel-Hose, die ich auch sehr gerne getragen habe dieses Jahr. Die mag ich hier sehr, sehr gerne. Sieben-Achtel kann ich aber jetzt natürlich im Winter nicht gebrauchen. Und deswegen darf die auch hier hin. Was ich dann noch, ne, die muss ich beiseite tun. Die wollte ich eigentlich in die Sommerkapsel tun. Diese Hose hier ist quasi genauso wie die schwarze, die ich jetzt anhabe, nur eine Nummer kleiner. Und sie passt mir an für sich, aber der Bund ist einfach so ein bisschen eng und ich kriege immer extreme Bauchschmerzen, wenn ich Druck auf den Bauch bekomme seit meiner Schwangerschaft, also seit dem Kaiserschnitt. Und deswegen habe ich die beiseite getan, so dieses, ha, vielleicht wäre ich ja doch noch mal dünner. Ich werde sie aber tatsächlich aussortieren und meiner Tante schenken, denn sie würde sich super darüber freuen. Ich hatte tatsächlich eigentlich schon gedacht, ich hätte sie auf den Aussortiert-Stapel getan. Und hatte letztes Mal, nachdem ich aussortiert habe, ja, mein Kram mit zu meiner Tante genommen, wollte ihr dann halt die Hose schenken und dann war die Hose gar nicht dabei. Ja, ne? Dann habe ich hinterher nochmal geguckt und sie ist auf dem falschen Stapel gelandet.
Deswegen tue ich die erstmal an die Seite. Die kommen nämlich nicht wieder mit hier in die Box rein. Was hier aber mit reinkommt, ist auf jeden Fall meine Jeans, Leggings oder wie sich das nennt oder wie sich das schimpft. Ist auch so 3/4, 7/8, irgendwie sowas. Ich glaube eher 3/4. Und ja, auf jeden Fall schön sommerlich, luftig, schön dünner Stoff. Habe ich auch von Rossmann gekauft dieses Jahr. Und nicht so oft angehabt, weil ich die tatsächlich einfach immer wieder vergessen habe. Und ja, macht nichts. Nächstes Jahr gibt es auch noch einen Sommer. Was ich diesen Sommer aber wirklich sehr oft anhatte. Und ich schweren Herzens jetzt in die Kapseltour ist diese Hose hier. Oh, ich liebe sie einfach. Ich liebe sie einfach so, so sehr. Das Ding, warum sie wirklich eine Sommerhose ist, ist, dass sie, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber sie ist, ja, da könnt ihr meinen Finger sehen. Die ist wirklich, wirklich dünn. Hat halt oben wirklich so eine zweite kurze Hose drin, damit sie oben nicht durchsichtig ist. Und theoretisch würde die jetzt im Herbst so toll aussehen, mit Boots und einfach einer Thermoleggings drunter. Und ich habe mir gesagt, nein, ich möchte mich auf diese Hose freuen. Und deswegen kommt sie mit in die Sommerkapsel. Und wenn es wieder wärmer wird, dann werde ich diese Hose einfach wieder total lieben. Außerdem ist der Stoff einfach so super, super dünn. Und wenn ich sie jetzt einfach jeden Tag tragen würde, dann wäre sie so schnell kaputt, weil der Stoff ja irgendwann einfach durchwetzt. Was man einfach nicht verhindern kann. So, und das wäre einfach viel zu schade. Genauso verhält sich das mit der Hose hier. Die habe ich aus Wilhelmshaven, aus dem Urlaub dieses Jahr. Und ich liebe diese Hose auch. Sie ist aber auch sehr dünn und auch so ein bisschen durchsichtig. Und auch die könnte ich jetzt einfach mit einer Leggings drunter tragen. Und habe mir aber auch gesagt, gerade bei diesen dünnen Stoffen, also je mehr ich das Ganze irgendwie provoziere, desto schneller geht es auch einfach wieder kaputt. Und das möchte ich nicht. Und deswegen dürfen die auch einfach in die Kapsel. Und ich habe mir jetzt zum Beispiel diese hier, ich habe also fast die gleiche, oder von der Optik her auf jeden Fall die gleiche, vom Stoff her nicht ganz die gleiche, gefunden. Und zwar auch in Beige. Und jetzt habe ich eine, die ich auch im Winter und dann auch mit einer Thermoleggings drunter anziehen kann, die jetzt aber nicht so dieser ganz, ganz luftige, sommerliche Stoff ist, sondern wirklich so ein normaler Stoff. Und ja, das macht einfach sehr viel mehr Sinn, als die Sommersachen irgendwie alle so im Winter aufzutragen. Eine Sache, die ich auch unheimlich gerne mag und die mit unbedingt in die Sommerkapseln muss, ist auf jeden Fall mein Boho-Cardigan, den ich auch schon ja, manches Mal wie eine Bluse getragen habe. Aber das sind relativ kurze Ärmel und halt wirklich so durchsichtig. Also das werde ich jetzt auch im Herbst und im Sommer einfach nicht tragen, weil es einfach zu kühl ist. Und deswegen darf der auf jeden Fall auch mit rein. Den möchte ich auf jeden Fall behalten. Es gibt einfach Tage, da fühle ich mich einfach so innerlich wie ein Hippie, dass ich das einfach tragen möchte und mich einfach super wohl damit fühle. Und ja, dafür darf der auch auf jeden Fall bleiben. Tja, und nachdem ich mir jetzt mal so diese 80-Liter-Box angucke mit Sommersachen und mir meinen Kleiderschrank angucke, den ich euch auch sofort zeige, habe ich jetzt schon Angst, im Frühjahr meine Winterkapsel zu packen. Oh je. So sieht jetzt mein Kleiderschrank aus. Man sieht hier schön, dass es alles ein bisschen ausgedünnt ist. Achso, ich habe jetzt die T-Shirts einfach nach oben getan, weil ich hier eben welche aussortiert habe. Ja, also es ist sehr viel Luft jetzt hier drin, auch unten bei den Hosen, was man jetzt leider nicht erkennen kann, ist Luft drin. Hier die Sommerhosen sind weg. Also ich habe jetzt definitiv wieder viel mehr Platz, um alles so ein bisschen besser zu ordnen und ja, mir wieder mehr Überblick zu verschaffen. Aber Leute, wenn ich mir meine ganzen dicken Stricksachen und sowas angucke, Leute, ich habe so viele Sachen für kaltes Wetter. Also klar, man wird nicht jede einzelne Strickjacke oder jeden einzelnen Cardigan irgendwie im Sommer wegpacken. Da gibt es ja auch mal kühle Tage. Aber Leute, auch hier die ganzen Schals. Ich meine, ich habe 2 Schals, glaube ich, oder 3. Es ist jetzt nicht so extrem viel, aber mein Schrank gibt nicht so viel her, weil der einfach, ja, der ist klein. Das sind so 2 Hände breit. Hier passt halt wirklich ein T-Shirt hin und sonst nichts. Die meisten Kleiderschränke sind ja eigentlich so zweireihig, ne? Der halt nicht. Und ja, ich habe schon Angst vor der Winterkapsel.
Ja, das ist jetzt also meine Sommerkapsel, die ich dann nächstes Frühjahr wieder rausholen werde. Und ich finde es sehr schön, dass man bei so einer durchsichtigen Box jetzt richtig gut erkennen kann, was drin ist. Und ja, ich freue mich schon wieder auf die ganzen Sachen. Und tja, bin gespannt, wie ich jetzt so mit meinen Sachen auskomme, wenn ich ja doch einen ganzen Teil meines Kleiderschranks jetzt weggepackt habe. Aber ich glaube, dass ich es diesen Winter tatsächlich ja nicht wirklich merken werde. Denn ich habe nur Sachen weggepackt, die ich auch wirklich nicht tragen werde. Habt ihr auch schon eine Sommerkapsel, die ihr jetzt schon wieder weggepackt habt und nur noch eure warmen und kuscheligen Sachen irgendwie im Schrank, die ihr dann auch wirklich im Winter anzieht? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich wieder von euch lesen kann. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, denn das unterstützt den Kanal. Darüber freue ich mich sehr. Abonniere, wenn du das noch nicht getan hast. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!